Wir gehen jetzt ins Motorsportmuseum. Hier steht noch ein Geheimprojekt. Ja, Jan, das heißt nicht umsonst Geheimprojekt. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir hier gerade filmen. Ich finde, du stellst dich ein bisschen an. Ah. Jetzt sind wir in der Klassikabteilung von Michael Zakowski, ja, Filipovic. Ja, zeig mal, was haben wir hier? Opel, ja. Ihr wart ja sehr lange, sehr eng mit Opel am Start, ne? Das war so die ITC-Zeit, die ITC-Zeit, genau. Und ja, das ist allerdings. Da war 94, 95. Das müsste ein Motor von Formel-Auto sein. Formel 3 wahrscheinlich. Richtig, genau, korrekt. Hast du gute Kante. Hier, Zakowski Turbo. Ja. Das ist in der Tat ein selbstentwickelter Motor. Das ist korrekt. Aber der ist ja nicht komplett selbstentwickelt, oder? Der ist komplett selbstentwickelt. Das müsste meines Wissens nach in der Tat ein Stück vom Formel 1 Motor sein. Ach, ja. Die Jungs haben nicht auf Formel 1 gemacht. Ja, 1985 bis knapp 90. 90 war dann leider aufgrund des Wechsels von Turbo auf Saugmotoren die Ära vorbei, weil wir nicht so schnell einen Motorlieferanten gefunden haben. Und selbst einen zu entwickeln, haben uns die Gelder gefehlt und natürlich auch die Zeit, weil das relativ politische kurze Entscheidung war, von den Turbos auf die Saugmotoren zu gehen. Wir haben dann noch ein Jahr mit Yamaha versucht, aber das war, hätten wir auch einfach sein lassen können, denke ich. Ja, krass, also Traditionsunternehmen, viele verrückte Sachen. Hier kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Genau, hier gibt es noch ein Geld. Ja. Mit Fuji drauf, Hasselröder drauf. Gab da auch mal eine weiße, oder? Nein, es gab mal eine grüne mit Galeria Inno. Mit unserem damaligen Sponsor aus, das war glaube ich ein Ableger von Galeria Kaufhof. Ja. Wir hatten damals eine recht große Partnerschaft mit der Galeria Kaufhof für die V8-Star-Serie, wofür wir auch im Übrigen alle Silhouetten und beziehungsweise Chassis entwickelt haben damals. Ja, das stimmt, da wart ihr schwer aktiv. Ne? War eine tolle Rennserie, wurde leider politisch ein bisschen. Nein, ausgebucht. Und ihr habt ja auch mal eine mehr oder weniger Rennfahrerschule gehabt, ne? Genau, mein Bruder der Peter hat 1990 oder 91, müsste ich nachgucken, die erste dauerhafte Rennfahrerschule Europas. Das war direkt am Nürburgring? Genau, direkt oben am Nürburgring. Man kann hier mal so ein paar Bilder zeigen, wir haben so ein paar Ausschnitte davon. Da haben auch wirklich in der Tat relativ viele Prominente bei uns so ein Zertifikat erworben, dass sie mal im Rennauto gefahren sind. Wir haben große Unternehmen, wir haben echt riesen Events gemacht. Wir haben teilweise mit 50, 60 Personen dort Rennfahrerschulen-Events gemacht. Und ja, Michaela Schaffrath, alias Gina Wild, hat bei uns so ein Rennfahrerschulentraining besucht. Ja, war immer noch klein. Ich wusste auch nicht, wer Gina Wild ist. Jetzt wird interessant. Ja, das ist in der Tat die historische Halle. Genauso, also natürlich auch ein Stück weit einmal wieder modernisiert. Hier war unsere Formel 1 Abteilung früher. Also hier war schon der Erich, ja, mein Vater, und hat hier umgewerkelt sozusagen in der Formel 1 Zeit. Das war ja auch ein mieses Ding, ne? Der VW. Das war geil damals. Das war geil. Das war ein Höllengerät. Ja. Achter Gesamt. Timo Kluck. Geil. Kennst du den noch? Ja, sicher. Timo Kluck. Guter der Vater Mann. Hat mal bei uns als Leiter auf der Kartbahn, als wir oben, bevor diese Mercedes-Arena gebaut wurde, gehörte uns da oben die ganze Fläche und da war ein Zackspeed-Kartmotor drin. Ja. Und da hat der Vater von Timo sich überlegen, heißt. Herr Kluck. Herr Kluck, ja. Herr, Papa Kluck. Herr Kluck. Fällt mir bestimmt wieder ein. Papa Kluck? Genau, der hat oben unsere Kartbahn geleitet. Der André Duwe ist damals auch gefahren. Duwe hat heute ein großes Umzugsunternehmen. Müsstest du vielleicht kennen. Ja, kenn ich. Ah, siehst du, genau. Nicht wieder. Ja, nicht schlecht. So war das. So, da ist der Yellow. Hallo. Hallo. Bürgerlicher Name Marco Fichter. Ja, aber wir nennen ihn alle Yellow. Yellow, warum? Weil ich aus dem Schwarzwald bin. Ja. Ein Badener. Und die Badener werden von den Schwaben immer gerne Gelbfüßler genannt. Okay. Und damals waren wir ein internationales Team und irgendein Südafrikaner hat nur Yellow und dann ist das halt hängen geblieben. Geil. Kleine Landgröße. Wie lange bist du schon bei Zakowski? 1995. Ach, Yellow hat auch damals den gelben und den schwarzen Carbon ITC-Kaliber mit. Bei dem gelben, ja. Bei dem schwarzen, da war, ja gut, wir hatten damals
Testteam bzw. ein spezielles Team, die das Auto aufgebaut haben. Aber klar, da musste jeder rein. Also ich bin ja noch nicht so lange aktiv. Ja. Der Yellow kennt mich aber noch. Also es gibt auch so eine kleine Anekdote. Das war aber nicht der Yellow, das war der Friese. Kennst du den Friese? Du kennst den Friese noch? Der Friese ist früher in der Rennfahrerschule oben. Er hat so eine Frisur gehabt, als wäre sein Kopf explodiert. Feiner Kerl, jetzt ist immer noch im Motorsport unterwegs. Ich war halt damals ein bisschen frech und dann haben sie mich an eine Sackkarre gebunden. Da war ich so 6 oder 7, ja, weil ich so frech war. Ich glaube, ich habe den Friese in ein Schienbein getreten. Haben sie mich an eine Sackkarre mit Panzertape gebunden, haben mich in den Zackspeed-LKW gesteckt und haben mich mit Breckits, mit Katzenfutter gefüttert. Und da warst du schon da. Ich war schon da, aber ich war nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob du dabei warst. Ja. Also der Philipp ist auf jeden Fall äußerst beliebt. Danke, Jörg. Danke. Das hier ist eines unserer Schmuckstücke. Die berühmte Zackspeed-SV. Richtig, das Auto ist eigentlich so gut. Die Räder hier haben wir noch schnell im Manta Club besorgt. Das sehe ich anders. Extra speziell angefertigt vom WBF, extra für dieses Auto. Kann man so gar nicht in Serie kaufen, diese Felgen. Ja. 15 Zoll 3,52. So zweiteilige Felge, die kann man auch nicht einfach so abziehen. Also Reifen wechseln ist hier ein bisschen kompliziert. Das ist geil. Das ist genauso wie dieses Auto, eigentlich diese ganzen Teile, Parts, Karosseriearbeiten sind alle made by uns. Also wir haben made by uns. Made by Zackspeed. Also ganz, ganz viele Teile, auch Blechteile, Bleche, Schweißarbeiten, alles wir selbst getan. Ja, also wir gehen nicht irgendwo bei IBM kaufen irgendwelche Teile. Ihr habt doch damals die Autos auch eigentlich gebaut, oder nicht? Ja, habe ich das falsch verstanden. Das ist richtig, genau. Diese Autos haben wir damals so gebaut. Das genau. Bodykit, nenne ich das jetzt mal, habt ihr entwickelt? Ja. Also im Endeffekt gab es ja bei diesen Fahrzeugen, bei diesen Escorts, ne, bei dieser noch kleineren Variante, später kamen ja die Zacturbo Capris, dort gab es eine Karosse, da haben wir natürlich die Verbreiterung für gebaut und haben im Endeffekt auf der Basis von der Karosse so ein Auto dann zusammengestellt und gebaut. Das war beim Capri völlig anders, weil beim Capri, könnt ihr mal da oben gucken, da ist ein Bild. Bei diesem Auto war eigentlich nur das Dachboden. Originalteil und alles andere wurde auf Aluminiumbasis geschweißt und aufgebaut. Also dieses Auto ist komplett selbst von uns entwickelt und gebaut. Deswegen ist es auch in der Tat ein Zackspeed-Auto. Wir sind auch Hersteller dieses Autos. Das ist nämlich eine etwas andere Situation, als auf eine bestehende Karosse aufzubauen. Also das Auto ist komplett von uns entwickelt. Wir haben hinten gerade 2 Stück im Bau. Ganz interessant. Können wir uns mal angucken. Was ist das für ein Cockpit da? Das müsste von Ford Probe. Alles klar. Ford Probe war Prototyp, so ein flaches Ding. Ford Probe steht auch drüben im Museum. Das ist ein genau. Flache, Gruppe C-Fahrzeug. Ja, richtig. Guck mal gleich im Museum. Gruppe C-Fahrzeug mit Monocoque. Genau. Also zu Zeiten, als Porsche noch Alu-Chassis gebaut hat, haben wir schon Prototypen. Klaus Ludwig in Amerika gefahren. Geil. Ja. Da übrigens stehen auch 2 nette Karossen. Also BMW macht da auch zwischendurch. Ja, wir entlacken auch. Angewendet. Es gibt auch nicht viele, die das machen. Ja. Ist relativ lackschonend und das machen wir auch. Also diese BMW-Karosse haben wir jetzt für Kunden entlackt. Die Karosse daneben ist ein Escort, den wir für uns selbst entlackt. Darauf entsteht dann der nächste Zackspeed Escort. Ihr baut viele dieser Autos wieder auf, ne? Oder entwickelt auch im Kundenauftrag solche Autos. Oder nicht entwickelt, sondern ihr baut im Kundenauftrag solche Autos. Richtig. Also wir bauen zum Teil im Kundenauftrag solche Autos. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich hätte gerne einen originalen Zackspeed, einen Escort oder einen Capri, dann bauen wir das. Bei den Capris ist es relativ restriktiv. Ja, aber wir bauen diese Autos original. Und davon gibt es natürlich nicht so viele. Wir können so viele auch bauen von den Capris, die es periodengerecht oder historisch gab. Ja, wir können jetzt nicht 100 Capris bauen. Nee, das macht ja klar. Historisch keinen Sinn, auch für den Wert des Fahrzeugs. Ja, und wenn ihr wollt, gehen wir mal rüber, dann gucken wir uns mal so einen Capri von nah. Hier kann man halt sehen, das ist wirklich relativ aufwendig, diese Rahmen an sich schon herzustellen. Das machen wir alles selber. Wir schneiden das Aluminium selber. Wir haben hinten komplett diese ganzen Aluminiumrohre lagern. Wir schneiden sie selber. Und die werden auch selber von uns verschweißt. Aluminium schweißen ist ein aussterbendes Handwerk. Also es gibt nicht mehr so viele gute Mechaniker von heute, die das können. Und es ist relativ schwierig, jemanden zu finden, der auf Aluminiumbasis auch schweißen kann. Das ist eine Art Kunst, sagt man. Abgefahrenes Teil. Ich muss einmal hier kurz hier mit den Carbon-Teilen. Also man muss dazu sagen, wir produzieren auch diese Carbon-Teile alle selber. Mhm. Wir vorne in unserer Pre-Pack-Fabrication. Wir haben die originalen Formen aus den 80er Jahren, womit wir diese Teile damals schon produziert haben, hier bei uns noch. Und wir produzieren mit den originalen Formen von früher. Und wir bauen auch in der Tat periodengerecht. Mhm. Okay. Käfig, der hier drin ist. Guckt euch das mal an. Also ist ja ein Gitterrohrrahmen.
haben. Ne? Genau, im Endeffekt ist nur das einzige Teil, was vom Capri verwendet wurde, ist das Dach, dem Holm. Alles andere ist wirklich selbst entwickelt und gebaut. Krass, krass. Einfach krass. Es steckt halt unheimlich viel Arbeit darin. Wenn man guck mal von hier hinten rein, wie geil das aussieht. Wie viel wiegt das, wenn es fertig ist? Das ganze Auto, ja. So um 800 Kilo. Mit 600 PS steht da. Und ihr seid damit gefahren? 85? 79, 80, 81, 82, so diese Ära war das. 800 Kilo, 600 PS damals, das ist so wie heute 800 Kilo und keine Ahnung. Ja. Geisteskrank. Speziell. Hört sich besser an. Speziell. Ihr könnt ihr sehen, hier sind schon die ganzen vorproduzierten Teile für die Capris. Wir haben auch, wenn dann Kunden mit dem Auto fahren, haben irgendwann mal einen Unfall oder irgendwas ist, damit fahren sie ja auch bei Peter Auto oder bei AVD, beim Oldtimer Grand Prix oder bei klassischen Rennveranstaltungen, dann können wir halt eins zu eins diese Teile auch wieder nachliefern. Weil wir produzieren sie halt hier genau. Früher war es ein bisschen speziell, weil jedes Auto war anders. Ja? Da hast du halt mal am Kotflügel ein bisschen zusammengeringelt. Wenn da das Spaltmaß mal 5 cm war, das ist natürlich heute ein bisschen anders, auch in der Reproduktion dieser Autos. Ne? Und hier sind dann hier so ein paar dieser Teile, die wir schon genau, das ist der andere der beiden Capris. Ihr könnt auch sehen, all solche diese Dinge produzieren wir alle selber. Auch diese Sachen sind alle selbst geschweißt und produziert. Also es ist wirklich, es hat schon Manufakturcharakter. An dem Auto ist wirklich alles selbst geliefert, geschweißt, gemacht, getan, der ganze Rahmen. Also die kaufen quasi eine Rolle Blech und bauen ein Auto dann raus. Mehr oder weniger, ja. Das finde ich halt auch krass, ziemlich geil früher kommt her. Das ist alles Aluminium, alles komplett abgedeckt durch Aluminium. Guck mal da rein, also wenn du mal von hier kommst, das Cockpit. Warte. Und auch diesen Tunnel hier unten, ja, wo nachher die Pedalbox drin sitzt und so weiter, wo deine Füße drin stecken. Und diese ganzen Teile baut ihr auch selber. Wir produzieren jedes Teil an diesem Auto selbst. Das ganze Bodykit, wir haben alle Formen, wie gesagt, das sind die Originalformen von früher. Und wir werden auch die Flügel, die Seitenteile, Hauben, Türen, alles. Schneller, alles, was man da finden braucht. Wir restaurieren auch Straßenautos. Zum Beispiel. Ein bisschen. Machen wir auch. Sehr schön, Herr Zakow. Ja, Herr Stoten. Ich kann euch mal die Karosseriearbeiten von einem MK2, den wir für den Kunden bauen, einem Truckspeed Escort MK2, ja, zeigen. Damit man mal sieht, wie so ein Auto dann entsteht. Erstes angeguckt haben, relativ fertig aus. Ja. Aber auch angefangen hat auch dieses Auto. So, würde ich finden. Das ist der Oleg. Oleg ist hier der Karosseriebauer. Ja, das ist ja krass. Also das ist ja extrem viel Handarbeit. Wie viele Stunden stecken in der Karosse? Hunderte Stunden. Jede Ecke muss sauber sein, alles muss gut vorbereitet und so weiter. Das ist schon klar. Das muss wirklich auch handwerklich perfekt sein. Wenn ihr nicht schon immer so gearbeitet hättet, dann wärt ihr wahrscheinlich auch nicht so lange am Markt. Normale Fahrzeuge bleiben nur Boden, der Rest wurde von Hand gebaut. Ja? Das sind schon die Dämpferaufnahmen, die wir selbst eingesetzt haben, so wie es alles geändert wird für den Tank später, der reinkommt. Radröse, alles. Ja. Achse wurde schon eingepasst, ist wieder rausgenommen. Also es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit, die da drin steckt. Das sieht man natürlich nicht, wenn das Auto nachher fertig ist. Da denken die Leute mal, wo geht denn die Arbeit hin? Wenn man sich das mal so in den verschiedenen Fertigungsschritten anschaut, das ist wirklich, ja, ein Haufen Arbeit. Aber es ist ja schön zu sehen, dass solche Sachen am Leben erhalten werden. Ja? Ja. Ich meine, der historische Motorsport, wir sehen es ja jetzt gerade, ist ja schon wieder ein Wandel im Motorsport. Ja. Und die historischen Sachen, die werden immer interessanter. Ich habe vorhin mit Jörg van Rommen lange gesprochen, der ist ja auch für euch schon mal gefahren. Ne? Jörg ist von uns DTM gefahren, ja, in den 90ern auf diesen gelben Promarkt DTM Mercedes. Genau, aber der ist doch vorher auch auf dem Capri schon mal gefahren. Der war doch Junior bei euch. Ja, der Jörg, also soweit ich mich erinnere, ich müsste jetzt in die Annalen eingehen und nachsehen. Aber das ist. Ja, ich bin der Jörg ist irgendwann schon, also der Jörg ist älter, als er aussieht. Ja? Das Thema hatten wir vorhin schon mal. In der Tat, der ist alt, der Kerl. Also der ist 57. Der ist alt. Ja, ja. Ja, auch in Van Ommen wird alt. Also das war, und der war richtig schnell, der Kollege. Der war schnell. Und wie gesagt, ich meine, er war bei euch Junior, der ist auf jeden Fall auf dem Escort gefahren, der ist auf jeden Fall auch einmal auf dem Capri gefahren und DTM. Und da war noch ein Jungspund, richtig schnell, der Kollege. Ja. Und wir haben uns darüber unterhalten. 95 war halt
der Motorsport eigentlich mehr High-End als heute. Also man muss sagen, zumindest die Also der Motorsport, ne? Ja. Die ganze, auch der Anspruch an den Fahrer, der war höher, ja. Weil du einfach viel mehr selber machen musstest. Ja. Und heute ist es halt sehr Engineering-lastig. Ne? Wenn du in Formel 1 anguckst, normalerweise musst du den Ingenieur aufs Podest stellen, wenn das Auto gibt. Oder wenn der, wenn also im Endeffekt, ja, der große Unterschied, heute wird sehr viel vom Hersteller geleistet. Oder die größte Arbeit, das sieht man ja im GT3-Sport, macht eigentlich mehr oder weniger der Hersteller. Das heißt, von Homologation bis hin zur Entwicklung der E-Restriktoren für nachher das Reglement für die BOP, das war in dieser Zeit einfach noch ein Stück weit anders. Wir haben halt in dieser Zeit, unsere Firma hat sehr, sehr viel selbst entwickelt und ingeniert, genauso wie Teile dieser DTM-Autos damals. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wir hoffen ein Stück weit, dass der Trend dorthin geht wieder. Ja, weil ich sag mal, heutzutage ist es relativ einfach, soll jetzt nicht falsch klingen, aber es ist relativ einfach zu sagen, okay, pass auf, wir gehen jetzt mal zum Hersteller, kaufen uns einen GT3 R8 und setzen ihn in der Masters ein, als Beispiel. Oder vielleicht theoretisch. Relativ einfach, aber das war früher eben nicht so. Das war früher eben nicht so und hat eigentlich immer unsere DNA ausgemacht. Und deswegen ist es für uns auch in den letzten Jahren ein Stück weit ein Wandel gewesen. Neue Geschäftsfelder müssen irgendwie erschlossen werden, weil das, was unsere DNA ausgemacht hat, dieses Thema Engineering, eigene Identifikation, eigenes Projekt auf die Beine stellen, das war auch der Grund, warum wir, es ist nicht ganz weg, aber es ist nicht mehr so einfach gegen die Hersteller, natürlich auch, was die finanziellen Mittel angeht. Und deswegen haben wir auch unser Viper-Projekt wieder ins Leben gerufen, weil das so ein Stück weit unserer DNA entspricht. Ja. Selbst zu entwickeln, selbst die E-Restriktoren zu entwickeln, einfach ein Stück weit wieder mehr Engineering ins Thema zu bringen. Ja, das ist das, was uns... Also eigenes Engineering. Genau, das ist das, was uns nach wie vor fasziniert. Ist vielleicht ein bisschen David gegen Goliath, aber das macht Spaß. Ja. Ja. Viper gucken wir uns später auch noch an. Ja, immer. Ne? Jetzt gucken wir erstmal hier ein bisschen in der Karosserieabteilung. Ja, Carbonbau. Carbonbau. Ja, komm. Carbonbau. Dann gehen wir mal hier lang. Carbon. Wir da lang. Beim Durchstolpern, ja, wo der Zacko einfach hier so langläuft, als wäre nichts gewesen, entdecke ich hier natürlich ein wenig Motorsport-Historie vom alleredelsten Ford Pro C100. Abdeckung, quasi die Heckabdeckung mit Jägermeister-Design. Ja. Jägermeister hattet ihr mal als Sponsor. Richtig. Auch, ich meine, diese Jägermeister-Autos, die kennt man ja. Also, das ist ja der Jägermeister Capri war legendär. Ich glaube, auch bekannter als C100 im Jägermeister-Design. Ja, definitiv. Ja. Aber früher konnte man C100, den hatte ja kaum einer auf dem Schirm eigentlich. Stimmt. Ja, so, aber den Capri ist ja das Auto und auch hier solche Projekte wie den GT40 von Matthias. Ja, es ist kein GT40, es ist einfach nur ein Ford-Projekt. Da weißt du einmal was und dann muss ich jetzt darstellen, ich wollte den Vollidiot, alles klar, merke ich. Können wir rausschneiden. Wir schneiden das raus. Wir haben das jetzt rausgeschnitten, damit der Philipp seinen Job nicht verliert. Nee, ist okay. Ich wusste jetzt einmal was, das wollte ich jetzt natürlich auch kundtun, dass ich jetzt einmal was wusste. Ganz kurz dazu, der Zacko und ich sind leider befreundet. Er ist auch Teil von Rodis Gang. Yeah. Ne? Eigentlich lieben wir uns. Eigentlich aber manchmal bringt er mich auch zur Weißglut, der Typ. Ja, manchmal muss ich sagen... Ich fahre dir irgendwann mal über den Fuß. Wenn du manchmal ist das Leben am Limit mit dir. Ja, also Ford GT, Matic, der ist doch auch mal GT Masters gefahren. Ich weiß nicht, ob es dieses Auto war. Es ist in der Tat ein Kundenauto. Es ist nicht von uns. Deswegen, ich erinnere mich, dass Ford definitiv, ich meine, es war so um 2007, fast so mittel, ziemlich im ersten Jahr der GT Masters, ist mal ein Ford. Und ich glaube, dass der Kenneth Heil damit gefahren ist. Super. Haben wir noch schön für das Wetterfilm. Das ist ein nagelneues GT3-Chassis aus der GT Masters. Nein, habt ihr kaputt gemacht. Das ist sozusagen nicht mehr gut. Genau. Das ist nicht mehr gut. Ja? Das ist nicht mehr gut. Richtig. Hier, guck mal, da ist zum Beispiel mal so ein Dach, damit man mal sehen kann. Das ist das einzige Teil von dem Capri, was wie gesagt, was ihr benutzt, aber auch nicht so, ne? Weil ich schneide da ja noch ein bisschen was weg. Jein, müsste ich jetzt im Detail dem Yellow wieder zuraten. Der Yellow, hast du noch mal kurz Zeit für uns, Yellow? Der Yellow kommt, der erklärt uns das jetzt. Yellow, kannst du uns erzählen, was genau von dem Dach verwendet wird? Wird das so verwendet, wie es da auf der Palette steht? Das wird so mehr oder weniger verwendet. Da wird noch ein bisschen was rausgeschnitten, aber das ist letztendlich das, was übrig bleibt. Ja, das einzige Originalteil. Das ist mehr oder weniger sein. Die Türgriffe sind noch in Fragmenten vom Original. Der Kühlergrill, die Rückleuchten außen und die Fopflaube. Ja,
Geil. Wir finden dann auch, das ist immer relativ schnell fertig. Und das ist ein Teil vom Käfig? Oder? Das ist die Aufgabe wahrscheinlich. Das, ja, ist kein Käfig, also, sondern das ist halt quasi das Chassis. Gitterrohrrahmen ist halt mehr oder weniger. Das ist die Schablone, um den Rahmen zu bauen. Das ist halt eine Rahmenlehre, da wird das dann quasi drauf gebaut, wird dann alles ausgerichtet und dann verschweißt. Also, wie ich schon gesagt habe, ich kaufe ein paar Rollen Blech und baue dann dort. Wie man das sich so vorstellt als Laie. Also das Fahrzeugbau fängt halt an mit Rohr, Meterware, Blech, paar Tafeln und dann geht es los. Also wir würden sicherlich das Dach auch noch jetzt in Carbon oder Kunststoff bauen, aber das war damals im Reglement festgeschrieben. Es gibt auch noch hier so eine Teile von der Spritzwand. Mhm. Das Reglement hat da vorgeschrieben, da muss die Spritzwand muss original an der Originalposition sein. Du darfst aber fürs Getriebe, darfst du den Tunnel abändern, für die Rathäuser auch. Außen darfst du den Rathausbereich abändern, im unteren Bereich darfst du es anpassen für die Bremse und es ist letztendlich nur noch so ein Blech übrig geblieben. Man wundert sich dann am Auto, du hast halt überall Aluminium und alles leicht und zwischendrin ist da so ein bisschen Blech. Das ist halt reglementbedingt. Und man hat halt damals das Reglement, das war schon relativ, ja, das waren halt zwei Seiten. Heute hast du so ein dickes Buch und bei dem Reglement hat man halt dann ja, das alles ausgelegt. Und das ist von Jahr zu Jahr ja immer extremer geworden. Diese Gruppe 5, die hat angefangen 77, 76, das ist dann bis 81, die 81er Autos waren ultra extrem. Ne? Da ist wirklich, da ist ja auch das Auto, ist ja letztendlich auch unten, fehlt ja ein Stück. Ja, ja klar, ist ja nur noch, ist ja nur noch so, ja, ja, aber unten. Ja, ist schon cool zu sehen, auch wie sich das halt alles so entwickelt hat und so weiter. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, das ist halt von, man vertut sich bei dem Capri, vertut man sich immer ein bisschen. Das ist so eigentlich ein Tourenwagen, boah, hier ist ein geiler Tourenwagen, aber das ist eigentlich ein Gruppe C mit einer Tourenwagen-Silhouette. Das war letztendlich damals eine Silhouettenform. Sollen wohl das später auch noch machen, aber das war halt wirklich, das Auto musste so aussehen wie ein Capri und ein paar Teile übernehmen und der Rest machen wir frei. Ja. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir Motorsport vor. Fein. Vielen Dank, Jello. Ja. Dankeschön. So, jetzt wollten wir euch eigentlich die Carbonabteilung zeigen. Da wird aber gerade für einen Kunden ein größeres Projekt gemacht und deswegen, das können wir nicht zeigen. Aber hier zum Beispiel, so, hier steht eine Heckabdeckung von einem LMP3-Auto, wird auch von der Firma Zarkowski repariert, also Carbonteile und so weiter. Werden von den Herrschaften hier auch repariert und ja eben auch die ganzen Teile nachgebaut für die alten Autos, für die Capris und so weiter fort. Aber dadurch, dass jetzt da ein größeres Projekt läuft, können wir nicht zeigen. Willkommen wieder. Ja, also das war jetzt der größte Teil von Zarkspeed. Wir gehen jetzt gleich ins Motorsportmuseum rüber. Das seht ihr dann im zweiten Teil. Der kommt. Haut mal auf jeden Fall in die Kommentare eure Meinung. Interessiert euch das, was der Zacko so macht, was andere Teams so machen? Weil es ist halt einfach nicht immer nur ein bisschen Auto im Kreis fahren. Also lasst mal eure Meinung da. Erzählt mir mal, ob ihr was hören wollt dazu, zu dem Thema, ob ihr mehr erfahren wollt. Da kümmern wir uns da gerne drum. Wie gesagt, wir gehen jetzt ins Motorsportmuseum. Hier steht noch ein Geheimprojekt von euch. Ja, Jan, das heißt nicht umsonst Geheimprojekt. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir hier gerade filmen. Ich finde, du stellst dich ein bisschen an. Komm, das hat noch keiner gesehen bis jetzt. Aber wenn nicht du, wer sonst? Hier haben wir einmal rumdrehen. Wir wissen noch nicht genau, in welcher Rennserie wir ihn einsetzen werden. Ich kann nur sagen, es ist ein Motor drin. Aber wenn ihr noch einen Fahrer braucht, ja, ich habe Zeit. Ja. Jetzt ist er da drauf. Krasser Apparat. Bis bald, ciao.